Hallo liebe Fischergeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Orakel. Wir blicken heute zusammen in den Monat April 2024. Los geht's wie gewohnt mit einer Grundüberschrift für euch. Danach gibt es den Einblick ins keltische Kreuz mit Zigeunerkarten und Crowley-Tarot. Zu guter Letzt gibt es die kleine Persönlichkeitsanalyse aus dem Symbolon-Orakel für euch. Wie immer spürt bitte mit, die Rollen können vertauscht sein, wenn Personenkarten vorkommen, und zusätzlich könnt ihr sehr gerne die Legung zu eurem Aszendenten anschauen. Unterhalb des Videos in der Box findet ihr alle Infos für eine persönliche Legung von mir oder für weitere Orakelkategorien, und natürlich freue ich mich wie immer über eure Likes, Abos und Kommentare. Liebe Fische, welche Grundüberschrift steht für euch im Raum für April? Wir haben das Thema der gesunden Ernährung. Ja? Vielleicht habt ihr beruflich mit Ernährung zu tun, vielleicht wollt ihr wirklich eure Ernährung umstellen. Ja? Vielleicht habt ihr die Aufgabe, euer Essen zu segnen. Auch das kommt mir hier in den Sinn. Wir blicken jetzt weiter in die Details. Wir haben hier auf der Karte den Schutzengel, Erzengel Raphael abgebildet. Da geht es grundsätzlich um Gesundheit und Heilung und um die Farbe Grün. Es geht um euer Herzchakra, liebe Fische. Kann es hier sein, dass euer Herz heilen will, eure Seele heilen will? Los geht's mit euren Details. Diese lauten: die Fröhlichkeit, der Geistliche und die Botschaft. Hier kommt eine Botschaft voll mit Lebensfreude, voll vom Leben geführt und beschützt zu sein. Und es geht vielleicht um die Einladung zu einer Feier oder vielleicht geht es einfach um eine Mitteilung, wo richtig gute News und richtig gute Laune rüberkommen. Hier ist das Leben mit im Spiel, das euch so richtig begleitet. Natürlich kann der Geistliche auch ein Mentor sein. Vielleicht geht es auch um kirchliche Angelegenheiten oder um euren Glauben. Das kann hier auch sein. Schauen wir mal weiter. Auf eurer Gedankenebene haben wir den Verlust. Möglicherweise geht es hier um Verlustängste, um bestimmte Dinge, Situationen, Menschen auch loszulassen. Wie gesagt, möglicherweise auch die Ernährung umzustellen. Viele leben ja auch die Spiritualität in der Hinsicht, dass sie zum Beispiel weniger Fleisch essen, um durchlässiger als Kanal für die Intuition zu werden. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Im Unterbewusstsein haben wir die unverhoffte Freude. Das kann hier ein Geistesblitz sein, der euch regelrecht hochschießt. Das können Überraschungen sein, mit denen ihr nicht rechnet. Das können aber auch sehr positive Vorahnungen für bestimmte Ereignisse in eurem Leben sein. Oder es geht möglicherweise auch um finanzielle Zuwendungen. Ja, würde ich hier nicht ausschließen, ist die gesamte oder die beste Karte vom gesamten Deck. Die kommt hier im Unterbewusstsein vor. Das heißt, mit der Zeit im April wird sich das immer mehr ins Alltagsbewusstsein kristallisieren. In der Vergangenheit ging es um die Beständigkeit, ums Ankommen. Wie standhaft seid ihr in euch selber? Wie verankert seid ihr in euch selber? Vielleicht war das Berufsleben hier sehr wichtig und intensiv für euch. Oder eine Partnerschaft, die beständiger geworden ist, oder der Wunsch danach. Ja? In der nächsten Zukunft geht es um die Falschheit. Hier wird alles aufgedeckt, was nicht mit rechten Dingen zugeht. Wo seid ihr nicht ehrlich mit euch selbst? Möglicherweise seid ihr auch am falschen Arbeitsplatz, Wohnplatz. Vielleicht seid ihr nicht ehrlich mit euch. Das können auch die eigenen Verhaltensmuster sein. Oder hier wird euch möglicherweise etwas vorgespielt. Es geht mit Sicherheit um die Witwe. Das kann jetzt euch als weibliche Zuschauer betreffen. Oder es geht um eine Frau, die hier vielleicht nicht mit richtigen Karten spielt, obwohl ihr hier auf eine regelrechte Überraschung blickt. Ja? Wie gesagt, Personenkarten, die Rollen können vertauscht sein. Wir werden uns nachher noch Klärungskarten hinzunehmen. Der Blick geht auch in die Vergangenheit. Vielleicht macht ihr hier ein Resümee, was in Vergangenheit falsch lief, vielleicht beruflich oder weil ihr nie
weil ihr euch nie angekommen gefühlt habt, ja. Und in eurem Umfeld geht es um den Witwer. Das kann hier für ein Elternpaar stehen, ja, kann aber auch für eure Partnerschaft stehen, wo man in verschiedene Richtungen blickt. Kommt man auf einen gemeinsamen Nenner, ja oder nein? Vielleicht nimmt man auch hier unter die Lupe, was in dieser Verbindung falsch läuft oder in Familienangelegenheiten. Oder ihr habt es mit einem befreundeten Paar zu tun. Das kann hier auch sein. Hoffnung oder Befürchtung ist das Kind. Hier hofft jemand auf einen Neubeginn, hat vielleicht jedoch riesige Angst, Verlustangst, dass etwas in die Hose geht oder wieder möglicherweise schiefläuft. Vielleicht liegt die Hoffnung auch auf den Beruf mit Kindern, auf den eigenen Kindern und es geht möglicherweise auch um eure innere Kindheilung. Wie lautet denn der Ausgang? Wir haben hier die Heirat, der Tod und die Geliebte. Ja, hier kann es sein, dass jemand eine bestimmte Verbindung beendet, kündigt und so weiter. Das kann ein Vertrag sein, das kann auf dem Arbeitsplatz passieren. Hier blickt man auf einen Abschluss, damit etwas Neues beginnen kann, obwohl Verlustängste im Spiel sind. So spüre ich das sehr stark. Es kann sich auch auf verschiedene Bereiche gleichzeitig auswirken. Die Geliebte, wenn ihr das seid, die blickt in die Zukunft, das gefällt mir hier sehr gut, also nehmt unter die Lupe, was ihr hier in Zukunft noch wollt und was ihr nicht mehr wollt. Vielleicht ist die Geliebte aber auch eine wichtige weibliche Person, die euch am Herzen liegt. Ja? Und unter dem Deck haben wir das Glück, Fortuna will hier das Füllhorn über euch ausschütten. Ich hätte jetzt gerne eine Klärungskarte zur Falschheit in der Zukunft, liebe Fische, für euch. Was gilt es hier noch auf den Tisch zu legen? Wir haben hier das Thema der 6er Stäbe. Hier geht es um eine um den Sieg. Wir haben hier auch noch den Wohlstand mit den 10er Münzen liegen und den Ritter der Münzen. Ja? Also, hier geht es möglicherweise um finanzielle Verhandlungen, um eure Existenz, weil wir hier auch die Beständigkeit haben. Der Ritter der Scheiben kann für einen Mann im Erdzeichen stehen, Stier, Jungfrau, Steinbock kann für einen Heiler stehen. Ja. Wie sieht Wohlstand für euch aus? Habt ihr bereits alles Erdenkliche realistisch in kleinen Schritten umgesetzt, um die Ernte einzufahren? Ja. Hier gilt es, falsche Verhaltensmuster zu besiegen, falsche Wohnorte, Arbeitsplätze oder falsche Menschen nicht zu besiegen, sondern dass ihr als Sieger vorhergeht, muss man nicht immer in den Kampf treten. Das kann auch gänzlich anders aussehen. Ja? Also ich habe hier das Gefühl, ihr werdet euch immer mehr bewusst, wofür ihr brennt, wie ihr euch Wohlstand vorstellt und nicht nur vorstellt, sondern auch umsetzt und dem dann entgegengeht. Der Ritter der Münzen kann hier auch auf einen Zeitpunkt hinweisen, das wäre Hochsommer, sprich Spätsommer, August, September. Ja? Und es geht natürlich um die Münzen. Die Münzen sind hier abgebildet. Noch eine letzte Klärungskarte zum Tod im Ausgang. Da haben wir die drei der Kelche. Das ist die Fülle. Ja, hier geht es um die Fülle, nicht in materieller Hinsicht, sondern vielmehr um Gefühlsreichtum. Ja. Lasst ihr eure Gefühle zu, fühlt ihr euch innerlich vom Leben reich beschenkt, dann wird sich das im Außen auch zeigen. Ja. Wenn man sich häufig nicht erfüllt oder unglücklich fühlt, kann man das häufig auch durch Ernährung, falsche Ernährung, kompensieren. Vielleicht wird das zu einem sehr wichtigen Thema im April. Ja? Gehen wir jetzt weiter mit dem Symbolon-Orakel. Wie versprochen, die drei Impulse für euch, für eure Persönlichkeitsentwicklung. Euer blinder Fleck, liebe Fische, für April lautet der schlafende Krieger. Ja? Hier geht es um das Handeln im Nichthandeln. Oder wenn ihr handelt, ist es sehr wichtig, aus inneren Impulsen heraus zu handeln, aus der Fülle, aus eurer inneren Fülle heraus zu handeln.
Hier ist es sehr wichtig zu verstehen, nicht gegen Windmühlen zu kämpfen. Und es kann aber auch sein, dass es mit Personen zu tun hat, die solche Verhaltensmuster von enormer Passivität aufweisen. Ja? Auf eurem Weg haben wir die Verbindung, eine wichtige Verbindung. Hier beschreitet man den Weg gemeinsam. Mit wem ist das möglich, mit wem nicht? Vielleicht setzt ihr auch, wie gesagt, vorhin schon gesagt, euch mit diesem Thema auseinander, kann jetzt auch beruflich dastehen, wohntechnisch dastehen. Und wohin führt denn das Ganze zum Ende einer depressiven Verstimmung? Ja? Das heißt, ihr werdet da den Kelch nicht mehr halb leer sehen, sondern halb voll und das hängt von euch ab und euren Entscheidungen. Ja? Also entscheidet euch immer wieder aufzustehen und dem Licht am Ende des Tunnels entgegenzugehen, liebe Fische. Mit diesen Impulsen wünsche ich euch alles Liebe, einen zauberhaften April und ich freue mich schon aufs nächste Reading mit euch. Bye bye.